Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Opposition Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Opposition von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine recht große Box, es ist außerdem eine Metallbox. Jawohl, wir haben hier oben einmal den Schriftzug Freiwild, darunter lesen wir Opposition und dann haben wir hier eine Flamme, die hier in so einem Kreis, beziehungsweise ja, in einem getrennten Kreis lodert. Das Ganze ist hier auch geprägt, also sowohl die Flamme hier unten als auch der Kreis, also auch die Schriftzüge hier oben, das ist alles in dem Metall hier eingeprägt. Hier haben wir dann auch nochmal das Logo, die Flamme in dem Kreis, auch hier wieder geprägt. Rechts ebenso, Freiwild Opposition. Oben wieder die Flamme und auf der linken Seite dann nochmals Freiwild Opposition. Auf der Unterseite haben wir hier alles in Rot gehalten und darunter haben wir dann noch einmal einen Barcode. Dann haben wir hier das Label Rookies and Kings, über das das Ganze erschienen ist. Und dann haben wir hier noch die Info, dass diese Box von 4Merch stammt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Hier sehen wir auch nochmal die Prägung im Deckel hier. Wunderbar. Wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal DVD und Hörbuch zum Album Opposition. Dann haben wir das Album an sich. Einen Patch und dann haben wir hier eine weitere Ebene. Ich gehe mal davon aus, wir schauen mal kurz. Jawohl, es geht hier unten auch auf und ich glaube, das ist deutlich leichter. Wir haben hier einmal die Fahne, dann haben wir noch eine Sprühschablone und dann schauen wir mal, ob wir hier diese Ebene rausbekommen. Ja, das schaut gut aus, auch wenn hier jetzt Sachen rausgefallen sind. So, wir haben hier einmal noch eine Taschenlampe, einen Riesensticker und drei Batterien. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier dann auch noch eine Plastikebene, die eben die andere Hälfte dieser Plastikebene hier darstellt. Die werde ich jetzt mal drin belassen und wir sehen auch hier wieder die Prägungen. Also wie gesagt, hier wirklich rundum jede Seite entsprechend geprägt. Machen wir das Ganze mal zu und zur Seite. Und dann schauen wir mal, denn hier sind noch diverse Sachen in Folie eingepackt. Dass wir die hier mal rausholen. Also das kann zur Seite. Dann haben wir einmal die Fahne. Dann natürlich die Sprühschablone, ebenfalls noch in der Folie. So, und ich gehe mal davon aus, dass, ja, oh ja, das ist auch noch eingepackt. So, gut, jetzt haben wir noch den Aufkleber, der hier noch eingeschweißt ist, kann man hier öffnen. Wunderbar. So, dann packen wir das alles nochmal kurz zur Seite und widmen uns wie immer zuerst mal dem Album. So. So sieht das aus. Wir haben hier ein ganz spezielles Album, denn es ist in einem Schuber und zwar nicht in einem regulären Pappschuber, sondern in einem wirklich festen Kartonschuber. Wir haben hier wieder die Fahne drauf. Die Fahne sage ich schon, die Flamme drauf, lesen hier Freiwild Opposition, das Ganze hier auch wieder geprägt, also man spürt das hier, aber in diesem Fall nicht Metallprägung, sondern wir haben hier einfach so einen Lack, so einen glatten Farblack drauf, man sieht das hier auch im Licht, wie das hier reflektiert. Auf der Seite sieht das so aus, Freiwild Opposition und auf der Rückseite haben wir die
Tracklist. 26 Stück sind es geworden, 13 auf der 1er CD, 13 auf der 2er CD. Dann haben wir hier wieder Barcode plus Beteiligte. Das Ganze geht dann hier raus. Jawohl. Also, das ist der Schuber, der hier wirklich sehr massiv ist. So hart, hart Karton. Dann haben wir hier ein Buch, also so ein spezielles Book. Kein reguläres Digipack oder kein Jewelcase, sondern wirklich hier so ein gebundenes Book in diesem Fall. Wir haben hier wieder das Cover. Ansonsten genauso designt wie auch der Schuber. Okay, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir auch noch zwei weitere Inhalte, zu denen kommen wir gleich. Als erstes haben wir hier einmal die CD Nummer 1. Es ist übrigens das 10. Album von Freiwild. Die CD natürlich auch wieder hier in Rot gehalten, inklusive der Flamme drauf. CD 1 hier beschriftet. Und dann haben wir hier als erstes mal die vier Herrschaften hier mit einem Mercedes. Sieht so aus wie so eine alte verlassene Fabrikhalle. Also, Philipp, Christian, Jochen und Jonas, alle hier um das Auto versammelt, in schwarz und weiß das Foto aufgenommen. Dann haben wir die ersten Tracks, inklusive der Texte. Intro, in diesem Fall Instrumental, aber die Lieder, wo es Texte gibt, wurden dann natürlich auch hier abgedruckt. Sehr schön. Also, wie man es von Freiwild-Alben kennt, ein sehr umfangreiches Booklet, jede Menge Fotos, aber natürlich auch jede Menge Text. Kann man sich hier dann alles im Detail durchlesen. Zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album und natürlich CD Nummer 2. So, dann schauen wir mal, dass wir die auch rausbekommen. Gar nicht so einfach. Es geht echt streng, aber jetzt. Das ist CD Nummer 2. So sieht das aus. Und auch auf der Rückseite dann wieder hier die Fahne. Wieso sage ich eigentlich immer Fahne? Die Flamme natürlich. Die Flamme. So, dann packen wir das Ganze wieder in den Schuber. Beziehungsweise, ich glaube, es macht mehr Sinn. So. Ja, je nachdem, wie man möchte. Okay. Damit nicht genug. Wir haben noch weitere Inhalte. Und zwar haben wir hier DVD und Hörbuch. Man sieht hier links unten, es gab hier noch einen FSK-Hinweis. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, der war ursprünglich ein 12er. Ich habe den dann abgelöst, weil ich die immer so hässlich finde. Deswegen sieht das hier so ein bisschen verschrumpelt aus. Freiwild Opposition lesen wir hier. DVD und Hörbuch. Also das Ganze jetzt in Schwarz und Rot. Kommt auch wieder in so einer Book-Variante. DVD von Stillstand, keine Spur, 2014, alles Richtung Opposition. Und Hörbuch, Erinnerungen an die Entstehung des Albums, gesprochen von Philipp Burger. Alles klar, dann schauen wir mal rein. Okay, wir haben hier einmal die DVD auf der linken Seite. So sieht das aus. Wie gesagt, meine Erinnerung hat sich nicht getäuscht, FSK 12. Und dann haben wir das Hörbuch. So sieht das aus. Hier haben wir dann wieder das Foto, das wir aus dem Booklet kennen, aus dem Artwork des Albums. Die vier Herrschaften um den Mercedes versammelt. Schöne Bonusinhalte. So, dann ist mit dabei ein Patch in Kreisform, schwarz, rot und weiß. Gelungene Farbkombination. Den kann man dann entsprechend aufnähen oder aufbügeln. Eine Sprühschablone ist mit dabei. Die kommt hier in schwarzer Optik. Die ist nur die Frage, ist das hier, hat sich das irgendwo verhakt, weil es lässt sich echt schwer aufklappen. Nicht, dass ich da jetzt was kaputt mache. Nein, okay. Das ist einfach dadurch, dass er schon lange da drin ist. So sieht dann das Ganze aus. Also wir haben hier dann das Flammenlogo, das Albumlogo hier von Opposition entsprechend als Sprühschablone. Kommt hier in so einer schwarzen Kartonschablone und kann man dann entsprechend natürlich das Logo hier sprühen, wohin man möchte. Wir erinnern uns, in dem Album kamen uns ja noch zwei Sachen entgegen, als ich das Ganze geöffnet habe. Und zwar war das einmal das hier
und einmal das hier. Zwei quadratische Karten, zwei quadratische Postkarten. Einmal haben wir hier wieder das Artwork, das Flammenlogo hier in Schwarz und Rot mit dem Schriftzug Freiwillige Opposition hier oben. Und dann haben wir hier eine Autogrammkarte, hier wieder die vier Herrschaften abgebildet. Allerdings muss ich sagen, ja, die vier sind hier aufgedruckt. Also nicht original unterschrieben, sondern aufgedruckt. Schade. Dann haben wir die Fahne. Entschuldigung. So. Die Fahne ist echt, echt groß. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erahnen. Wir haben hier so eine schwarz-graue Fahne. Auf der linken Seite haben wir hier wieder riesig die Flamme drauf. Und auf der rechten Seite dann oben im Eck, beziehungsweise ja mittig, dann den Schriftzug Freiwild und darunter Opposition. Wir haben dann auf den oberen Ecken, an den oberen Ecken, haben wir dann nochmal zwei Metallösen mit eingearbeitet. Bedeutet, man kann hier dann entsprechend die Fahne oben aufhängen. So, produced by 4Merch, okay, das war ja auch schon die Box und 100% Polyester. Alles klar, so kennt man das von Fahnen. Dann packen wir die mal wieder zusammen. Also wie gesagt, die ist echt unfassbar groß und eben im Querformat. So, dann falten wir das mal zusammen. Zwar jetzt nicht genauso, wie es gehört, aber das mache ich dann später in Ruhe. Ich möchte eure Zeit nicht so strapazieren. Ein Sticker ist mit dabei. In diesem Fall im Querformat. Und es ist, wenn ich es richtig deute, ein Autoaufkleber. Also zum Beispiel für die Heckscheibe. So sieht er aus in Rot und Weiß. Freiwild-Opposition lesen wir auch hier wieder. Ich gehe mal davon aus, ja, das lässt sich dann hier so rauslösen. Und der Sticker ist transparent und dann hat man hier wirklich auf der Scheibe, je nachdem, wo man das dann anbringt, aber auf der Heckscheibe, hat man dann hier wirklich dann die rote Flamme plus eben den Schriftzug Freiwild und Opposition. Und der Rest, den wir hier sehen, der ist dann wirklich transparent. Alles klar, schönes Ding. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe in Schwarz, auch die ist gebrandet hier mit Freiwild Schriftzug. Wir haben dann hier noch einen Anhänger, ein Bändchen. Hier lesen wir dann auch wieder den Albumtitel Opposition plus das Freiwild Geweih. Auf beiden Seiten ist das Ganze gebrandet. Hier hinten gibt es einen Knopf. Hier kann man dann entsprechend ein- und ausschalten. Da tut jetzt nicht allzu viel, denn wir haben ja hier noch die Batterien. Das finde ich auch gut, dass man hier die Batterien mit beigelegt hat. Ist ja oftmals so, dass man irgendwelche Sachen bekommt und dann die Batterien selbst irgendwie kaufen muss. Dann hat man die vielleicht nicht im Haus, ist etwas unpraktisch. Aber hier hat man es geschafft, die drei Batterien hier wirklich im Boxinhalt mitzuliefern. Finde ich auf jeden Fall gelungen. Ich werde euch das Ganze jetzt nicht vorführen, weil ich glaube, ihr wisst ungefähr, wie eine Taschenlampe funktioniert, beziehungsweise wie das mit dem Licht ist. Wir werden nur mal kurz einen Blick hineinwerfen. Okay, also das sieht dann so aus. Wir haben hier dann so ein, mehr oder weniger ein Magazin, um diese drei Batterien hier einzusetzen. Jawohl, dann haben wir hier unten und hier oben noch den Kontakt, der die drei Batterien dann entsprechend freisetzt. Und dann kann man das hier verwenden. Jawohl. Die drei Batterien sind übrigens, was haben wir hier? Cell Energy. Okay. Also, so kleine, was sind das? Ich tippe mal auf, ja genau, hier steht es AAA. Hier kann man das lesen. Also, falls die dann leer sein sollten, kann man natürlich auch eigene AAA verwenden, je nachdem, wie man möchte. Gut. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Taschenlampe inklusive der zugehörigen Batterien, drei Stück. Dann haben wir diese beiden Kärtchen hier quadratisch, einmal die Autogrammkarte, einmal hier diese Logokarte.
Dann das Flammenlogo hier als Sprühschablone schwarz aus. Ja, ich glaube, ich habe vorher gesagt, Karton ist das, aber es ist eigentlich mehr so Kunststoff. Plastik. Dann haben wir den Patch kreisförmig. Die DVD und das Hörbuch zum Album Opposition. Der große Heckscheibenaufkleber im Querformat. Sowie natürlich das Album hier in diesem speziellen Bookcase inklusive diesem Schuber mit 2 CDs und insgesamt 26 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Opposition von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.